Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Medieval Dynastie. Ja, ich war jetzt gerade überlegen, wo ich überhaupt drin bin. Also, wir haben einiges getan beim letzten Mal. Ich sehe übrigens gerade, wir sind schon wieder überlastet. Warum sind wir denn schon wieder überlastet? Wir haben noch gar nicht so viel getragen. Schauen wir mal eben, was wir hier noch alles wieder reintun können. Also, das war der mit der Gesundheit. Den werden wir erstmal behalten. Stockmünze. Steinmesser. Naja, gut, okay. Das würde ich sagen, behalten wir erstmal. Ich glaube auch irgendwie, dass der jetzt einen falschen Speicherstand angenommen hat. Also irgendwie ist das ein bisschen seltsam hier. Was sehr schwer ist, ist natürlich das Rundholz. Die Frage ist, brauchen wir das, um gerade etwas herzustellen? Was wollen wir denn überhaupt machen? Ein Enthäutungsmesser haben wir hergestellt. Genau, ein hölzerner Speer, den müssen wir noch herstellen. So, dann ist auch unser Gewicht wieder ein bisschen weniger. Dann schaue ich mal eben. Eine Falle hatten wir auch aufgestellt. Lagerfeuer, ja, weiß ich jetzt nicht, bringt uns wahrscheinlich momentan noch nicht allzu viel. Ich wollte mal gucken. Ressourcen, Gebäude. Nicht genug Technologie. Bauen 22. Okay, brauche ich da jetzt 250 Technologie? Das wäre natürlich ziemlich viel. Wir schauen mal eben hier bei den Fähigkeiten nach. Diplomatie. Okay. Überleben ist klar. Crafting. Handwerker in Arbeit. Ah ja, das sieht so aus. Oder? Das sind Häuser. Auf- und Abstufung von Hausmodulen. Ah, ja, ja. Okay. Da haben wir aber gar keine Punkte drin. Wir haben nur Punkte im Überlebensbaum. Ja, das ist doch irgendwie blöd gemacht, dass wir die nicht überall ausgeben können. Aber na gut. Erfassen von Pilzen, Federn und Kräutern im Entdeckermodus. Mehr Gesundheit. Dann würde ich natürlich sagen, machen wir erstmal den Punkt in Gesundheit rein, damit wir dann auch größeres Fischernetzlimit, damit wir dann auch entsprechend da besser werden. Technologie. Schauen wir mal. Gebäude 22 Punkte. Heißt wohl, dass ich gerade 22 Punkte habe, nehme ich mal an. Einfaches Haus. Lattenzaun 250. Ach, man kann die nur... Haus. Ja, das sind Pläne, die man kaufen muss. Das ist aber blöd. Okay, das ist frei. Ressourcenlager. Okay, das ist natürlich blöd. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir überhaupt Gold herbekommen. Also ich denke mal durchs Arbeiten, aber wie kommen wir in Arbeit, wenn wir sonst nichts machen können? Das ist jetzt so die Frage. Ach so, ich muss noch eben den Speer ausrüsten. Den würde ich mal auf 3 machen. So, weil wir müssen ja heute ein wildes Tier jagen. Dementsprechend, ja, bin ich jetzt mal... gespannt, wie das wird. Unsere Falle ist immer noch inaktiv. Kann man denn... Ach so, okay. So kann man zielen. Okay. Ja, dann schau... Ist das normal, dass die Rundhölzer hier drin liegen? Okay. Jetzt bin ich schon wieder so langsam. Och nein, da muss ich das mal eben hier reintun. Ich wollte ja eben noch die Rundhölzer da reinlegen, genau. Wo sind sie denn? Rundholz. Transfer. Zack. So, damit wir auch schön schnell hinter den Tieren herlaufen können. Wir gehen nochmal eben kurz zum Wasser, damit wir das auch aufgefüllt haben. Also nicht das Wasser, sondern unseren Wasserhaushalt. Weil Essen können wir von unterwegs aus, aber das können wir natürlich jetzt nicht mit dem Trinken machen. So, wie finden wir jetzt Beute? Also, als ich mich gerade eingeloggt habe, habe ich schon gemerkt, da war ein Fuchs in der Nähe. Aber der ist ganz schnell weggelaufen.
Vielleicht können wir uns ja. Da hinten ist einer. Vielleicht können wir uns ja irgendwie anschleichen oder so. Ich weiß noch nicht, ob man den Speer halten, zielen, ob ich den werfen kann. Da ist auch noch ein Hirsch da hinten. Bleib da mal stehen. Ich denke mal, dass der zu weit weg ist. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir den Speer wiederbekommen, wenn wir den einmal geworfen haben. Okay. Also wir müssen höher zielen als... Ja, das ist ein Stock. Hölzerner Speer, da. Ja, komm. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ist mein Speer hin, Stock? Ach so, hier ist er, oder? Ja. Und die ebenfalls große Frage, wo ist jetzt der Fuchs hin? Bist du der Fuchs, den ich eben vielleicht getroffen habe? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich darf mich wirklich nicht so viel bewegen. Da steht doch irgendwas. Ist das der Fuchs? Ach, das ist doch nicht wahr. Man muss viel höher zielen, als das Tier steht. Ich meine, das ist ja irgendwo logisch. Das ist ja auch irgendwo normal. Aber es ist trotzdem sehr, sehr nervig. Weil man es halt nicht gewohnt ist von solchen Spielen. Es wäre nur gut zu wissen, wo mein. Achso, das war gar nicht der Fuchs. Wo mein Speer hingekommen ist. Oh, wo ist mein Speer? Leute? Ich glaube, ich crafte mir mal eben schnell einen neuen. Irgendwie wird das hier gerade. Oh nein, ich kann mir gar keinen. Ich brauche ein Rundholz dafür, war ja wieder klar. Jetzt ist der Fuchs hier und ich habe meinen Speer nicht mehr. Ist das euer Ernst? Breitwegerich, den nehmen wir noch mit. Ja, ist ja schön mit den Stücken. Aber ich habe ziemlich genau hier vorne hingezielt. Der ist jetzt eh nicht mehr in meiner Umgebung, oder? Okay, wir finden hier noch Steine, die nehmen wir noch mal eben kurz mit. Ja, jetzt ist er weg. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal schnell einen neuen. Das ist richtig Mist. Also, obwohl, ah, Moment. Eigentlich soll man seine Sachen ja sehen in diesem Modus, aber ich sehe hier irgendwie gar nichts. Okay. Bleib stehen. So.
Jetzt machen wir uns doch mal einen neuen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist ziemlich seltsam hier. So, Crafting, Speer. Dann Speer auf die drei, genau. Oh, da hinten ist der Wolf. Oh. Moment, ich mache das am besten anders. Weil wenn ich werfe und mein Speer ist auf einmal weg, das wäre natürlich richtig Mist. So, Moment. Dann machen wir direkt nochmal zwei hinten dran. So. Ach so, nee. Sind die jetzt alle auf der? Nee, ne? Dann machen wir die auf vier. Und den auf 5, so für alle Fälle. So. Oh, das ist. Oh. Typisch wolfsmäßig ist das natürlich ein ganzes Rudel. Zumindest zwei sind da hinten. Hi. Euch möchte ich nicht unbedingt begegnen. Gibt es hier nicht irgendwie ein Wildschwein oder so? Das wäre jetzt einfacher. Bleib stehen! Ich kann nicht laufen. Mist. Ist der das? Nee, das war. Ach, das war wirklich ein anderer Mist. Der hält aber auch einiges aus hier. Ach, okay, das ging definitiv daneben. Die Frage ist jetzt nur. Nein! Nein, wieso habe ich den jetzt nicht mal aus. Oh, ist das euer Ernst? Auch auf der 5. Ja, super. Ich hasse es. Ich hasse es. Also, das mit der Jagd ist nicht so einfach, wie ihr seht. Nein! Oh, jetzt laufen sie hier auch alle kreuz und quer. Bleib doch mal stehen. Wieso? Oh. Leute, ich habe den Speer in der Hand, dann doch wieder nicht. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich den irgendwie so? Nein! Scheiße! Ist das dein Ernst? Wo ist denn jetzt mein Speer hin? Hä? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Oh, ist das euer Ernst? Und jetzt kann ich keinen mehr machen, oder was? Wie viel halten diese blöden Mistviecher denn aus, bitte? So, wir müssen jetzt erstmal was essen. Trockenfleisch. Ja, nehmen wir mal das. Gesundheit, auf jeden Fall. Kommt der jetzt zu mir wieder, oder was? Ich mach dich platt, du. Ey, ernsthaft jetzt verfolgt der Fuchs mich jetzt?
ernst? Dann verfolg mich mal weiter. Ich muss hier mal eben das Ding kaputt machen. Vielleicht kriege ich dich dann kaputt. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist. Keine Ahnung. So, Moment. Guck mich nicht so an. Ich suche gerade die anderen Rundhölzer. Eieiei. Also das ist hier irgendwie echt seltsam mit dem Jagen. Deswegen hatte ich mir ja auch extra die Falle aufgestellt. So. Also keine Ahnung, wo die jetzt alle hin sind. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Was war das? So. Es ist schon irgendwie etwas seltsam. Okay, so. Wieso folgst du mir jetzt hier eigentlich? Ha! Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Fuchs auseinander. Oh mein Gott, war das jetzt anstrengend. Bett, Hasenfalle. Ach, ich bin jetzt hier direkt in der Nähe von meinem Zuhause. Aber ich kann jetzt hier leider nirgendwo die Sachen sehen, die ich jetzt weggeworfen. Doch, Moment, da ist ein Speer. Och, hat der mich jetzt gerade erschreckt hier. Sag mal. Du bist doch das... Du bist doch das Viech, was ich... dem ich die ganze Zeit hinterhergelaufen bin. Moment, so. Jetzt gibt es erstmal Rehbraten hier. Mann. Ist echt schwer, diese Jagd. Jetzt habe ich das hier besudelt überall direkt vor meiner Tür. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, jetzt zeigt ihr mir das nicht mehr an. Ich denke mal, dass er mir das nicht mehr anzeigt, weil... Einfaches kleines Haus. Ja. Also ich muss jetzt auf jeden Fall eine Jahreszeit überleben. Dann schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Oh, wir brauchen auch schon wieder was zu essen. Ach, so langsam wird es wirklich nervig hier mit dem Essen, weil, wie gesagt, wir haben danach nichts mehr. So, Fleisch. Das Problem ist, mit dem Fleisch können wir nicht allzu viel machen. Wir machen einfach mal ein Lagerfeuer. Unter weitere. So. Mal gucken. Entzünde ein Feuer. Ach, das ist bestimmt für nachts oder auch, wenn man sich wärmen möchte oder so, denke ich mal. Kochen. So. Ah, hier kann ich dann also das Fleisch braten. Sehr geil. Das konnte ich komischerweise drinnen nicht machen. Okay, eins habe ich, glaube ich, noch, oder? Oder habe ich noch vier? Nee, ich hatte... Jetzt habe ich noch drei, okay. So. Puh, also ich muss schon sagen, es ist schon... Es ist schon sehr, schwierig mit dieser Jagd. Komischerweise habe ich auch noch kein Kaninchen gefangen. Ja gut, ich habe auch noch kein Kaninchen gesehen, muss ich dazu sagen. Wir gehen nochmal eben schnell ans Wasser, weil ich glaube, ich bin sehr schnell dehydriert irgendwie nach so einer Jagd. Zu essen haben wir jetzt auch nicht mehr allzu viel, aber wir haben ja jetzt wieder was bekommen. Gebratenes Fleisch, 6 Stück. Nee, doch. 6 Stück. Dann essen wir... Ne, wir essen erstmal das Trockenfleisch. Ach, da habe ich 18 von dem Inventar. Wieso sagt mir das denn keiner? So, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir erstmal wieder was zu essen. Sehr gut. Meine Gesundheit ist allerdings für einen Eimer. Moment, da wollte ich auch nochmal eben gucken. Das war der Wegerich, ne? Ja, den hätten wir unterwegs noch ein bisschen mehr sammeln sollen.
Nein! Ach, der ist zum gebratenen Fleisch übergegangen. Oh nein. Ja, aller Anfang ist schwer, ne? Oder wie war das nochmal? Okay, ich schau mal eben nach. Da habe ich mich jetzt hingebaut. Da könnte ich theoretisch noch was für tun. Ich weiß aber nicht was. Moment, Fähigkeiten. Ich habe noch einen Fähigkeitspunkt, sehe ich gerade. Bei aus Abbauaktivitäten mehr Punkte, schnelleres Loggen, schneller beim Abbau oder beim Graben. Mehr, ja, ich würde sagen, mehr Fertigkeitspunkte, oder? Ich meine, alles andere bringt mir im Moment noch nicht allzu viel. Okay, dann wollte ich noch mal kurz gucken. Ich glaube, im Journal war es, genau. Alvins Geschichte. Ach, ich soll ihm einen Stock geben. Ach so. Sprich mit Unighost. Ich glaube, ich habe mich gut eingelebt. Das Leben ist gut hier. Der Boden ist reich und fruchtbar. Vielleicht ist es an der Zeit, zu Unighost zu gehen und über meine Zukunft hier zu sprechen. Vielleicht hat er Arbeit für mich. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt. Bin ich jetzt richtig? Ja. Dann gehen wir doch mal dahin. Ja, das ist doch wunderbar. Genau, da war die Brücke. Sehr geil. Nur falsch rum. Okay, ich bin ein bisschen paranoid. Ich dachte jetzt gerade, mich verfolgt irgendjemand. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt umkippe, wenn ich jetzt hier weiterlaufe. Ist das jetzt wirklich so weit weg? Das ist wirklich so weit weg. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt Richtung Dorf gehe und schon angekommen bin. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass wir hier dann ich bin doch noch nicht ganz angekommen, dass wir dann hier einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann im Dorf in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.